Hallo zum Instant Rave Nummer 28 von Rave the Planet mit Analog Audio. Neben mir sitzt der Gründer von Analog Audio, das ist Dominic Vaillant. Herzlich Hallo. Willkommen, Dominic. Dankeschön für die Einladung. Sehr schön, dass du wieder da bist. Unseren ersten Instant Rave hast du ja mit Superstrop zusammen auch schon gespielt. Richtig, und natürlich ja. Jetzt heute mal in einer wärmeren Location. Ja, das wollten stimmt, wir ja. euch unbedingt auch nochmal dabei haben, zumal wir ja damals noch nicht gestreamt haben und jetzt euch natürlich richtig, auch nochmal dem großen Internetpublikum präsentieren wollten. Ja, absolut. Ja, das war noch eine Live-Veranstaltung. Das war noch live, das war in der Mall und da war es auch echt ein bisschen windy an dem Tag. Ne? Oh, eiskalt war es. Ja, wir hatten alle eingefrorene Füße, es war furchtbar. Aber dennoch waren viele Leute da. Es waren noch ganz schön viele Leute da. Ja, absolut, ja. Ja. Nee, danke schön auch für die Einladung. Also auch jederzeit immer wieder gerne. Wird auch wieder vorkommen, kannst sehr du von gut. ausgehen. Bevor wir jetzt aber gleich so richtig ins Eingemachte gehen, ja. auch für dich, da habe ich was vorbereitet. Okay. Wir sind nämlich in einem Hotel gelandet mit unserem Instant Rave und auch mit den Interviews. Schön gemütlich haben wir es hier. Und was macht ein Künstler als erstes, wenn er im Hotel angekommen ist? Er ruft einen Zimmerservice an und bestellt Fall. Sich erstmal was, oder? Auf jeden Fall, dann klar. Dann würde ich dich echt? Jetzt bitten, das ist ja cool, ja. Okay. Bestell dir doch mal was. Ja, super. Upsala. Das war Absicht. Die neuen, ja. Die neuen, genau. Es klingelt. Ja, hallo, hier Zimmer 1647. Ich hätte doch gern einen kleinen Kaffee. Super, vielen Dank. Bis gleich, ciao. Na, dann hat doch geklappt. Freuen wir uns. Noch hat es nur halb geklappt. Ja. Mal gucken, was da ankommt. Ja. Aber die sind hier ganz gut mit Kaffee, kann ich aus Erfahrung sagen. Sehr gut. Dann lass uns mal über Analog Audio sprechen. Ja, okay. Analog Audio, das Label hast du gegründet, 2012. Ja, wie richtig, fasst ja. man die Idee, ein Label zu gründen? Ach, das war damals ganz spontan, muss ich sagen. Und zwar mit Pierre Deutschmann kennt man vielleicht auch. Was? Einmal Zimmerservice. Was? So schnell? Das ist das ja. Das war aber schnell. So schnell. Unglaublich. Ja, cool. Das ist den guten Gästen nur das Beste. Ja, top. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ja. Dank. Geil, danke. Gerne. Ciao. Ciao, ciao. Siehst du mal. Lecker Käffchen. Ich glaube, wir müssen viel schneiden diesmal. Macht nichts. Kein Problem. Na, schau mal an. Das Filmen ist zum Schneiden da. Valerie. Valera, genau. Ja, super. Dann setze ich nochmal bei der Frage ja. an. 2012 hast du Analog Audio gegründet. Genau, war eine spontane Aktion eigentlich. Hatte damals auch mein Studio direkt neben Pierre Deutschmanns Studio. Und ja. Also ich hatte halt so einen ganzen Berg an Tracks irgendwie produziert und bis dato mich eigentlich auch nie bei anderen Labels irgendwie beworben. Und ja, die Keule Pierre meinte dann so nebenbei, geh doch hin und meld einfach dein eigenes Label an. Ah ja. Ja. Also ja. vorher noch nie woanders was nee. Veröffentlicht. Ich habe immer Techno produziert. Ja. Also was heißt immer? Relativ früh angefangen. Das war vor 14 Jahren. Mhm. Da auch wirklich schnell tief in die Materie, habe vorher in einer Band gespielt, Schlagzeug und ach geil, ja. Ja. Super. Und war da auch recht erfolgreich mit. Wir waren auf Tour, wir waren unterwegs, also auch regelmäßig gespielt. Aber irgendwann kam dann der Moment, wo mich die elektronische Musik gepackt hat. Nicht ganz unschuld daran war auch eine Nature One. Ach. Ja. Und das grenzenlose Wir-Gefühl. Ja, ne? Also da auch wirklich ein Riesenfestival und es war was ja. ganz Besonderes damals. Du mal was doch an auch irgendwo aus der Ecke. Genau, ne? Ich komme ursprünglich aus Saarbrücken. Mhm. Nature One findet ja in Hahn statt, das ist gerade mal eine anderthalbe Stunde Fahrt. Und das war natürlich auch so das Teil, so, wo man dann in der Gegend hingehen musste. Auf jeden Fall. Und damals noch eben ne, Drummer in einer Band und einfach mal mitgefahren und es war halt grandios. Also, weiß noch, Johannes Heil, Century Circus, hat mich so geflasht, ne? Auch einer mit davon, Alexander Kowalski. Oh ja. Auch ein Berliner, der da ordentlich gebrettert hat. Und den sollten wir auch mal hierher einladen. Ja, warum nicht? Das ist auch eine coole Socke. Ja. Mhm. Ja, und genau. Da, das war echt ein cooles Festival. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sind wir nochmal. Wie du dann zu deinem Label ja, gegründet genau. Also es waren halt einfach so viele Tracks irgendwie am Start ja. und ich dachte mir dann so, okay,
gehst du hin und fängst einfach mal an. Also es war wirklich so, ich bin ins kalte Wasser gesprungen und einfach mal geschaut. Keine Vorkenntnisse gehabt, wie man Label führt. Natürlich auch wirklich viele Anfangsfehler gemacht, aber mein Gott, so ist es halt gewachsen. Ja, super. Und die erste Idee war wirklich schon 2010 da, bis man da sich durchgearbeitet hat mit der ganzen Anmeldung bei Beatport nochmal, die Cover machen. Dann war, ne, verschiebt man auch ein bisschen was, Remixer an Start bringen und all den ganzen Kram. Hat ja, also dann bis man wirklich dann rausgeht. Ein anderthalbes Jahr später dann irgendwie angefangen, ja. Ja, super. Und dein Nachbar hat dir dann mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal noch Hilfestellung gegeben. Der war auch gleich bei der ersten Vinyl mit am Start, als Remixer, absolut. Mhm, und hat natürlich auch so ein paar Tipps gegeben, welche Tools nutzt man, wie geht man in die Werbung mit und all so ein Kram. Ja, das ist sehr, sehr wertvoll. Und würdest du irgendwie den Leuten jetzt, ich meine, abgesehen davon, dass ihr natürlich Masterclasses gibt, du und Manu, ja, Superstrop, ja, würdest du den Leuten jetzt einfach mal schnell so ein, zwei Tipps an die Hand geben, wenn sie selber drüber nachdenken, ein Label zu gründen, was unbedingt gemacht oder nicht gemacht werden sollte? Also vielleicht aus deinen Anfängerfehlern anderen jetzt die Möglichkeit geben zu lernen? Ja, also was man unbedingt nicht machen sollte. Ich finde halt immer, man sollte ausprobieren. Man sollte sich von keinem sagen lassen, das soll man nicht machen. Oder lieber kreativ an die Sache reingehen und vielleicht neue Wege auch finden und nicht unbedingt schauen, was haben andere denn gemacht. Weil es geht hier immer ganz klar darum, ein Produkt rüberzubringen. Wichtig ist, sind dabei Emotionen irgendwie zu teilen. Sobald es emotionslos wird, wirkt das Produkt nicht. Und dann können die Tracks oder der Artist noch so geil sein. Und das ist immer ein bisschen ärgerlich. Beide Seiten. Ansonsten kreativ und vor allem mit ganz viel Spaß rangehen, weil so ein Label frisst unheimlich viel Energie. Und ja, wenn man das aus finanziellen Aspekten angeht oder um Fame zu bekommen, dann fällt man, glaube ich, ganz schnell auf die Fresse. So. Und dann muss man schon, also man muss schon Abstriche machen, ne? Auch Freundeskreis, Familienkreis, weil es ist wirklich ein 24-Stunden-Job. Ja. Es gibt da auch keine Uhrzeiten, wo man eben keine Mails bekommt. Also ist halt auch so international. Halt ja, auch, international, ne? Eben klar. Ne? Und viele Artists arbeiten halt eben nachts und fühlen sich dabei auch ganz wohl und haben auch keine Probleme, dir nachts um 3 Uhr zu schreiben, wann kommt mein Release oder wer supportet ist. So. Na klar. Das sind dann schon auch Punkte, da ja, sollte man dann irgendwann mal auch sein Handy ausschalten und ein bisschen Kraft tanken. Weil es kostet halt viel. Was passiert denn da? Wir kriegen Besuch. Hallo. Hallo. Ich habe eine Bestellung von Ihnen. Ah, okay. Jetzt kommt der Zimmerservice. Super. Ja, klasse. Dankeschön. Danke. Einfach abstellen. Dankeschön. So kann es gehen. Ja. Einmal angerufen, zweimal geliefert. Super. Prima. Wir zahlen dafür auch nur den halben Preis. Dankeschön. Ciao. Das ist geil. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Der Wert von Musik. Nee, wir hatten es anders angefangen. Was hattest du zuletzt gesagt? 24-Stunden-Job. Es steckt sehr viel Arbeit in der ganzen Sache drin. Und Energie und Zeit und natürlich aber auch Geld. Trotzdem seid ihr so mutig und ihr produziert immer wieder auch noch Vinyle. Ja. Vinyl zu produzieren ist ja auch eine Frage des Geldes. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, was kommt auf Vinyl und was bleibt dann doch im digitalen Sektor? Also einmal versuchen wir natürlich wirklich mit den mit den Künstlern uns da enge zu halten und öfter vor allem miteinander zu arbeiten. Und ja, wenn wir auch gleich merken, man hat einen guten Draht zu dem Künstler und da steckt wirklich Potenzial drin. Ich kann das gar nicht so wirklich aufs Wort genau sagen, was das Kriterium ist. Das ist ein Feeling und man merkt es auch an der Art und Weise, wie der Track produziert ist. Ich finde halt immer, es gibt highlightige Tracks mit mehreren Breaks und es gibt dann so diese typischen Vinyl-Tracks, so beschreibe ich das immer, wo vielleicht auch so eine Bassdrum eben mal komplett durchläuft oder eben nicht so viele Highlights geschaffen werden. Das läuft halt einfach ein Stück länger. Es ist irgendwie ein bisschen hypnotischer und ich finde immer, dass solche Tracks eben wirklich auf Vinyl auch gehören. Und diese highlightigen Sachen dann eher für diesen digitalen Vielleicht, weil man sich daran auch schneller satt ja, machen kann? Ja, es ist, glaube ich, auch wirklich so,
ja, so ein bisschen was Oldschooliges, wo ich eben herkenne. Ne? Ich habe auch mit Vinyl angefangen zu mixen, damals noch in der WG, und das waren eben solche Tracks. Es waren loopige, organische Techno-Tracks und halt eben nicht so eine highlightigen Sachen, die zumindest da im Regal standen. Und deswegen empfinde ich das wahrscheinlich heute so. Verstehe, da bist du einfach auch geprägt. Aber organisch gibt mir jetzt ein super Stichwort. Ja. Denn du beschreibst ja deinen eigenen Sound auch als raw and organic. Ja. Und als Label-Statement irgendwas zwischen, ihr fühlt euch im Keller zu Hause, aber auch im Warehouse. Dieses Raw and Organic, das konnte man neulich gerade ganz wunderbar nachvollziehen. Und zwar du und Superstrop, ihr seid wie die Irren, das war im August, durch die Stadt getingelt und habt die Sounds of Berlin aufgenommen. Wie seid ihr denn bitte auf die Idee gekommen? Hey, also das war auch eine ganz spontane Aktion. Also aufgrund Corona ist natürlich alles runtergefahren und wir haben dann echt überlegt, was können wir machen, was auch so ein bisschen nach... Oder fährt man zum Berghain, trommelt auf die Tür, nimmt den Sound auf und macht was halt damit so ein bisschen nachhaltiger ist. Ne? Also es sind halt auch, Berlin ist immer eine Reise wert, auch für viele Leute, und es gibt echt einen Haufen geile Sounds, wo wir auch immer dachten schon so, keine Ahnung, in der U-Bahn, naja, wenn wir hier, ne? Hat man ja schon bei Paul Kalkbrenner gesehen, in dem Berlin Calling, ja genau. Dass da halt einfach auch viele Möglichkeiten sind. Und das wollten wir wirklich mal ausprobieren. Also es war uns immer bewusst, Field Recording, eine geile Sache, haben es aber noch nie so intensiv oder wirklich jetzt nur mit Field Recordings einen Track machen, war noch nie irgendwie angesagt bei uns. Und deswegen haben wir das einfach mal probiert, uns so ein bisschen auch eine eigene Challenge damit gestellt. Und in Sound of Berlin sind wirklich nur eure Field Recordings. Also es sind keine synthetischen Sounds von irgendwelchen Synthesizern, sind wirklich nur aufgenommene Sachen. Claps in der Unterführung hier von der Siegessäule, das Bild hängt da gerade, das fällt mir ein. Ja, da. Dann, genau, ist echt eine coole Location da unten drunter. Der Tunnel da, ja. Der hat natürlich einen richtig krassen langen Hall. Richtig, und so. Genau. Und da haben wir echt geile Claps aufgenommen. Mhm. Und ja, auch die Berghain-Tür. Es war jetzt nur die Nebentür, weil die Haupttür vermollt und war. Sieht man auch in dem Video. Die haben uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit Absicht. Ja, aber bestimmt auch mit Plakaten. Also wir haben mit dem Schlüsselbund an Plakate so einen Plakatzaun da irgendwie gehämmert. Und das waren echt geile Sachen, die man super verwenden konnte. Und wenn man den Track auch anhört, also man kommt wirklich manchmal gar nicht auf die Idee. Und wenn man sich das Video dazu dann anguckt, dann denkt man so, warte mal, da habe ich es gehört. Ja. Also es ist auch ganz witzig, das dann so wieder gegen zu checken. Absolut, zu gucken. Aber ihr habt ja noch ein bisschen mehr gemacht. Ihr habt zum einen diesen Wahnsinns-Track angehört, den es auf Soundcloud zu hören gibt. Den Link packen wir hier in die Videobeschreibung mit rein. Aber ihr habt auch diese komplette Sound-Library, diese Field Recordings, die ihr erstellt habt, wirklich in einen Ordner gepackt. Den können sich die Leute downloaden und sollen dann bitte was damit machen? Ja, kreativ sein. Was auch sonst. Ja, also ganz klar, wir haben die Files, die wir, also alles, was wir aufgenommen haben, so ein bisschen auch geschnitten, damit man direkt damit arbeiten kann. Und ja, die Leute können es runterladen und... Wird es einen Track-Challenge geben, irgendwie was, wo die Leute euch dann ihre Ergebnisse auch schicken dürfen? Ja, wir haben, also ich und Manu, wir haben dann mal so bei einem Malzbier irgendwie gequatscht und haben gesagt, wäre doch gar nicht so verkehrt, wenn wir... wenn wir eine Competition machen und die Sachen rausgeben und eventuell dann auch eine Compilation auf Analog Audio, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil... Man muss ja gucken, was kommt. Es muss natürlich passen, aber vielleicht da irgendwie mit 6, 7 Tracks oder vielleicht machen wir dann auch nochmal ein paar Remixe oder so irgendwie. Aber das wäre vielleicht so eine Challenge, die uns natürlich auch nochmal so ein bisschen über die Zeit jetzt so hinweghelfen kann und wo man ein bisschen kreativ sein kann und wo man ein bisschen zeigen kann, was kreativ auch in einem steckt. So. Ja, ich glaube, ich versuche mich daran auch mal. Ich bin zwar völlig untalentiert, aber da würde ich es dann auch noch mal versuchen, weil ich es einfach eine geile Sache finde. Dann, was habe ich noch auf meinem kleinen Spickzettel hier stehen? Wir haben ja schon eigentlich ganz viele Sachen jetzt so spontan besprochen.
Ja, also eigentlich möchte ich gerne noch auf ein Thema eingehen, was mir persönlich oder was mich persönlich sehr interessieren würde. Ja. Und zwar, du hast jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen, diese aktuelle Situation, wie man sich jetzt irgendwie kreativ da einbringen kann. Also für Künstler ist es wirklich extrem schwierig, gerade weil es gibt ja kaum Unterstützung, gerade für Solo-Selbstständige und so weiter. Das wird immer wieder diskutiert hier, da. Aber am Ende des Tages kommt einfach zu wenig drumherum. Man baut sich über Jahre was auf, hatten wir auch mit Superstrop das Thema schon. Ja. Wenn du jetzt hier einen Wunsch an die Politik aussprechen könntest, ja, was sie für dich als Solo-Selbstständiger, als Künstler tun könnte, was wäre es? Ja, schwierige Frage, wirklich. Ja, es ist einfach so, dass natürlich diese ganze Künstlerbranche, also auch die Zulieferer, ne, sich auch schon am Umentscheiden sind. Und für mich persönlich kann ich da jetzt auch gar, ich finde, das kann ich gar nicht irgendwie besprechen. So, ich finde einfach, dass wirklich was dafür getan werden muss, dass da auch, keine Ahnung, ja, ein zuständiges Amt oder eine zuständige Stelle auch wirklich geschaffen werden muss, wo man auch wirklich hinlaufen kann und kann sagen, hey, hier, tralala, und das muss irgendwie schneller gehen. Also diese Hilfen, die sie ausgesprochen werden, ich habe bisher einfach davon zu wenig mitbekommen. Ja? Also es muss einfach schneller erledigt werden und vor allem auch ganz klar mal gesagt werden, also ein Zeitpunkt auch irgendwie gebracht werden. Ne? Also es kann nicht sein, dass wir hier jahrelang jetzt mit so einem Virus in Angst und Schrecken leben sollen und es ist kein richtiger Plan am Start. Also das finde ich also wirklich auch ein Unding. Das sind viel zu viele Fragen offen, unbeantwortet und es dauert Wochen, bis irgendwo was passiert. Clubs, die haben meistens noch größere Hygieneregeln wie sonst wer. Also kaum im Baumarkt setzt das so streng um wie die Clubs. Und ich finde, das ist, ja, also es geht da einfach in die falsche Richtung, ganz, ganz klar. Und es müssen da Stellen geschaffen werden. Und mein Gott, es gibt so viele Arbeitslose. Warum kann man nicht da irgendwie Leute einstellen? Auch im Gesundheitswesen werden Leute gerade eingestellt. Warum nicht dann auch hier für die ganze Gastro- und Künstlerbranche? Keine Ahnung. Ich meine, es ist wirklich ein schwieriges Thema, da punktuell jetzt genau zu sagen, das und das und das fehlt. Ja. Es muss auf jeden Fall ein Diskurs darüber geführt werden. Genau. Und da gibt es auf jeden Fall ja verschiedene Leute, die sich schon dafür einsetzen. Schöne Grüße an der Stelle an unsere Freunde von Booking United, die genau diesen Job gerade machen und sich für die Künstler, Clubs, Labels, Booker etc. einsetzen und dafür uns alle eine Lanze brechen. Finale Frage. Ja. Parade. Parade. Hast du eine besonders schöne Begebenheit von einer Parade, von der du uns erzählen möchtest? Besonders schöne Begebenheit. Ach. Du kannst uns auch deine wildeste Hotelzimmer-Story erzählen. Also ich stelle dir das jetzt einfach mal zur Auswahl. Also wildeste Hotelsession musste war... Musste ein Hotelzimmer nach dir mal renoviert werden? Oh, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall eine Menge los. Es war stürmig in der Nacht. Das war, jetzt muss ich überlegen, 2017 oder was, 2018, an Silvester in Luxemburg. Oh, oh. Da wurde es ein bisschen heftiger, ein bisschen lauter. Die Suite war auf jeden Fall ordentlich verwüstet. Aber sie haben mich als Gast auf jeden Fall nochmal aufgenommen. Also ich glaube, es war nicht so schlimm, dass renoviert werden musste. Oder sie hatten schon Schlimmeres erlebt. Ja, oder das. Und Parade war, ja, hier mit Kollege Strobi, super Strobe. Strobi! Oh. Strobi oder Strobinger, sag ich manchmal gerne. Sorry dafür. ja, mit Manu auf jeden Fall. Das war Zug der Liebe. Auch hier schöne Grüße in den Zug der Liebe. Ja, absolut. War richtig cool. Er durfte auch gleich zweimal spielen. Einmal mit Robert Ingenolf, auch ein Kumpel, auch ein Artist von Analog Audio. Und dann nochmal mit Manu. Und das war echt cool. Also super geiler Vibe dort und ja, eine Menge los. Ja, also Paraden definitiv noch das Modell der Zukunft. Ja, also... Sobald es wieder richtig losgeht, wollen wir mit euch tanzen, tanzen, tanzen.
Genau. Dominik, auch ja. Mit dir könnte ich Stunden weiter quatschen. Ja, gerne. Von wahrscheinlich aus. Auch schon wieder brutal überzogen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass gerne. Du hier bist. Gerne. Jetzt wünsche ich dir gleich noch viel Spaß bei deinem Set. Genau, super. Ja, hau schön ordentlich in die Kasten. Achso, ich habe noch was mitgebracht. Du hast auch noch was mitgebracht. Ich habe auch noch was mitgebracht. Ich glaube, der Manuel hat es auch schon vorgezeigt. Also ja. Nicht vergessen, wir haben auf jeden Fall 4x2 Vinyls zu verlosen. March of the Trumpets von Twisted und Freak von DJ Dextro, beides auf Analog Audio rausgekommen. 4x2 Vinyls gibt's. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr... 4x2. 4x2. Da haust du aber ganz schön einen raus. Ja, wir haben halt noch ordentlich was auf Tasche. Und da wollen wir ein bisschen Werbung machen. Ne? Deswegen genau. Fleißig teilen und sagen danke und bis bald. Genau, an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt alle schön fleißig teilt, unseren Stream am kommenden Freitag mit den Hashtags RaveThePlanet und InstantRave. Jeder, der teilt, nimmt automatisch an der Verlosung dieser wunderschönen Schallplatten teil. Also, RaveThePlanet, teilt wie die Verrückten und wir sehen uns dann am Freitag. Danke nochmal und jetzt viel Spaß. Jawohl, geil, danke, peace.